Was erlaubt ist, Erfahrungen austauschen, Gleichgesinnte treffen und wenn möglich gute Geschäftsbeziehungen knüpfen. Was nicht erlaubt ist, über Geld sprechen. Das waren die Spielregeln beim ersten Tübinger Marktplatz für gute Geschäfte, der am Donnerstag im Sparkassenkarree abgehalten wurde. Unternehmen und gemeinnützige Vereine hatten dort die Möglichkeit, sich auszutauschen und bei Interesse zukünftige Kooperationsvereinbarungen auszuhandeln. Schirmherrin der Veranstaltung, Bürgermeisterin Daniela Harsch, sieht den Marktplatz als hervorragende Möglichkeit für Betriebe und Vereine, sich ohne finanziellen Druck auszutauschen.